Jo Leute, was geht? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich möchte mir zusammen mit euch so ein bisschen die Zeit verkürzen bis zum Start von Seven vs. Wild im November, Staffel Nummer 2. Und dazu machen wir was ganz was Neues, nämlich eine Reaction. Ganz neu auf YouTube, bin quasi der Erste, dem das eingefallen ist. Und ja, dazu schauen wir uns mal zwei Videos von Knossi an. Der war nämlich im Reptilium Landau unterwegs und wollte so ein bisschen mit der, lokalen Tierwelt so ein bisschen auseinandersetzen. Und ja, da schauen wir doch mal direkt rein und ich gebe so ein bisschen meinen Input zu den, vor allem Schlangen dort, die es da so zu sehen gibt und gebe halt noch so ein paar Hintergrundinfos. Aber reden wir gar nicht lang weiter um den heißen Brei und schauen noch mal ins Video rein und legen los. Wir werden heute mal gucken, was in dem Tierreich, was mir so begegnen wird. Ich habe heute Nacht, erstmal zum Update, wieder im Wald geschlafen. Da kann man gerne mal klatschen. Ja, da kann man schon mal klatschen. Also, jetzt no joke, ich finde das schon beeindruckend, wenn man einfach so dann aus der, Unterhaltungsbranche kommt und sich dann wirklich dann aber auch ordentlich reinkniet und wirklich ins Training geht. Also, Respekt. Heute mit Live-Publikum. Das sind alles die Mitarbeiter. Ey, geil, dankeschön. Ich habe heute wieder im Wald geschlafen. Ich habe meine 7 Gegenstände, das ist der Update, ja. Ich habe meine 7 Gegenstände heute verplombt abgegeben. Die wurden abgeholt heute Morgen. Die sind weg. Ich werde sie nicht verraten, was ich mitgenommen habe. Das wird alles noch kommen. Ob ich mich für die Zigaretten entschieden habe, für was ich mich entschieden habe, all das kommt noch. Survival Martin hat Videos gedreht. Heute das erste Mal drauf. Ja, also das Video ist natürlich jetzt aufgenommen schon. Die sind ja, wie gesagt, schon von der Insel zurück. Und man weiß schon natürlich schon, welche Gegenstände Knossi mitgenommen hat. Wenn ihr das auch sehen wollt, welche Gegenstände die Kandidaten dabei habt, dann checkt doch einfach mal den Kanal von Fritz, beziehungsweise Fritz Meinecke Live. Alle Infos sind natürlich wie immer in der Caption unten. Außen geschafft und mich hat es angeregnet. Das heißt, ich kenne auch dieses Gefühl jetzt. Hey, richtig. Du bist der Knossi kennt Uwe. Regen. Der Uwe ist auch dabei. Das ist dein Laden. Genau, richtig. Das ist mein Reptilienzoo. Vor 18 Jahren gegründet, aus dem Hobby raus, als Quereinsteiger. Und heute zeige ich dir mal ein paar Tierchen, was wir haben und was dir vor allem begegnen wird wahrscheinlich. Ja, ich bin die, mit den Tieren arbeitet. Erstes Ausbildungsjahr, richtig geil. Also, welche Tiere? Allen. Also mit den Alligatoren, Spinnen und so. Alles. Noch nie gebissen worden? Doch. Was? Muss ich direkt los? Ja, ich meine, das mit dem Mal gebissen werden, das kommt natürlich einfach in dem Hobby oder dem Beruf natürlich auf jeden Fall vor. Aber ja, Respekt, dass man im ersten Ausbildungsjahr dann schon direkt auch mit nicht ganz ungefährlichen Tieren hantiert. Aber ich glaube, der Uwe, der macht das, wie gesagt, jetzt schon seit 18 Jahren und ich wollte ja schon ewig mal eigentlich ins Reptilium Landau. Vielleicht soll ich das nächstes Jahr mal verwirklichen. Und ja, aber Respekt, dass dann so ein Ausbildungsberuf da auch existiert und dass es dann auch mit vollem Herz und Seele da durchgelebt wird und dann auch quasi sich gar nicht gescheut wird vor der einen oder anderen crazy Aufgabe, sag ich mal. Ja. Berufsrisiko. Zeig mal, Hunde. Ja, sagst du ja schon, ne? Berufsrisiko. Der war der Finger ab. Guck dir die Narbe an. Und bei dir ist das alles mal aus Hobby entstanden. Ne? Genau, ich habe mit dem Beruf eigentlich gar nichts zu tun. Hab mein Hobby, hab die Tiere gehalten früher und da kam jeder vorbei, wollte mal eine Schlange sehen, mal füttern, mal eine Vogelspinne auf die Hand nehmen. Und dann dachte ich, vor über 20 Jahren, ich mache ein Reptilienzoo auf. Und nach 4 Jahren habe ich dann auch den Reptilienzoo hier gegründet. Ich finde solche Leute immer mega inspirierend, die da einfach sagen, ich ziehe das jetzt einfach durch und das wird schon werden, ne? Und es kommen auch viele Tiere hier hin, von Leuten zum Beispiel, die illegal Tiere halten, die damit nicht fertig werden und so. Flughafen Frankfurt ist recht häufig da, wo wir Tiere aufnehmen. Was wird da so geschmuggelt? Alles voll Giftschlangen. Wir haben wirklich große Königskobra bei uns aufgenommen, wo jemand versucht hat zu schmuggeln. Wir haben verschiedene Schildkrötenarten, die aus dem Urlaub mitnehmen. Also ganz, ganz verquerte Sachen. Und ich finde das krass, er erzählt es ja gerade mit geschmuggelte Tiere. Und man meint eigentlich gar nicht, dass das so ein Riesenmarkt ist, aber der ist echt gigantisch. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt mal Australien anschaut, da geht ja schon seit einigen Jahren nichts mehr rein und raus. Also die haben ein Ausfuhrverbot und ein Einfuhrverbot von den Tieren dort oder beziehungsweise von außerhalb. Und dann gibt es trotzdem Leute, die einfach die krassesten Giftschlangen einfach im Handgepäck oder im Koffer versuchen irgendwie mitzunehmen. Crazy Leute einfach. Und dann ist natürlich aber auch gut, dass da natürlich von den Behörden Riegel davor geschoben wird und es dann, entsprechende kompetente Leute vor allem dann eben abgegeben wird und dann auch dort die Tiere ein gutes Leben haben.
Da kommt immer viel, aber auch Privatbeschlagnahmung. Wenn die Leute die Tiere nicht halten dürfen zu Hause, werden angezeigt und dann werden wir gerufen und kommen dann hin und holen die Tiere ab. Und die finden dann ein schönes Plätzchen bei uns hier im Reptilium. Wenn man da jetzt die Finger reinsteckt? Passiert nichts. Wenn man nicht blutet, gar kein Thema. Wenn man eine Wunde hat, versuchen sie reinzubeißen, definitiv. Ich sehe da gar keine Zähne. Ich sehe auch keine Zähne. Ja, haben sie so schön versteckt momentan, aber ich glaube, die haben schon ordentlich Zähne. Also ich glaube sogar, dass gar nicht so viele von den Piranha-Arten eigentlich Carnivore sind, sondern die meisten... Ich mache mal Pause. Ich glaube, die meisten sogar essen eher Obst und Gemüse oder halt Pflanzen. Aber es gibt halt eben doch ein paar vereinzelte Piranha-Arten, die dann auch meistens eben in Film und Fernsehen dann eben ja, so ein bisschen mystifiziert werden und als die, ich sag mal, die Killertiere quasi dargestellt werden. Und ja, aber ich glaube, die meisten Piranhas eigentlich sind gar nicht auf Fleisch aus. Die aber in der Trockenperiode wenig Wasser haben, das heißt viele Fische auf engem Raum, dann haben sie auch natürlich auch einen enormen Hunger und wenn da was reinkommt, was blutet, dann ist es ganz kurz noch, ich finde es auch immer mega toll, wie Knossi einfach diese Augen aufreißt, so als wäre das eine völlig neue Welt, dass diese Tiere existieren, als gäbe es keine einzige Doku zu solchen Sachen vorher oder als wäre einfach noch nie mit diesem Thema in Berührung gekommen. Ich finde es immer mega spannend zu sehen, wie reagieren denn quasi die Leute so das erste Mal auf, ja, weiß ich nicht, eine Kobra zum Beispiel oder halt einfach Tiere, die man ja doch jetzt nicht so im Alltag begegnet. Ne? So Kühe hat man schon mal gesehen, Hühner hat man schon mal gesehen, Hunde, Katzen, ne? Mal das eine oder andere Lama vielleicht, aber dann vielleicht mal eine Anaconda oder jetzt hier Piranhas, Haie und so. Das ist schon immer mega faszinierend zu sehen, wie Leute auf sowas reagieren und ich sag mal, wie fasziniert genau sie hier wirkt. Und wirklich bis zum Skelett wird es abgefressen. Viele Terrarentiere wurden damals in einzelnen Terrarien gehalten. Aber ist das normal? Haben die eine Choreografie drauf? Wie können die sich nacheinander der Größe... Die machen was anderes. Genau, vorne ist das Mädchen, zwei stehen Schlange hinten dran. Das sind doch hinten Minderjährige. Nee, die sind gleich alt, aber die Männchen müssen nicht so groß werden. Die müssen keine Eier in sich tragen. Deswegen werden die nicht so groß. Die Weibchen müssen viele Eier tragen, deswegen sind die deutlich größer. Tut mir auch leid, dass ich tausendmal pausiere, ne? Aber ich möchte meinen Input dazu geben. Es ist sogar fast immer so, dass weibliche Tiere im Reptilienbereich größer werden als Männchen. Es gibt natürlich auch die ein oder andere Ausnahme, also Indigonattern zum Beispiel, da werden die Männchen deutlich größer. Jetzt 24-7 Rudelbums oder wie kommt das, dass wir jetzt zufällig diese Szenerie erwischen? Es ist gut warm, da fällt es den Tieren und dann wird fortgepflanzt. Ne? Frankfurter Flughafen beschlagnahmt. Alle die? 375 Stück insgesamt, da waren die so groß. Oh. Waren so mit Panzertape umwickelt, wollte jemand illegal nach Deutschland schippern, um sie zu verkaufen. Sind hochwertige Schildkröten. Wir haben 16 Tiere davon aufgenommen, alle 16 leben noch. Und seit 2008 züchten wir hier und haben über 500 Babys schon bekommen. Ja, ihr müsst jetzt überlegen, wenn da jetzt hier über 300 Tiere illegal geschmuggelt werden, was das für ein gewinnbringendes Geschäft ist eigentlich. Und leider sind die Strafen auch meistens relativ schwach für so Tierschmuggler. Das geht ja teilweise bis zu einfach einem relativ kleinen Bußgeld, das gar nicht im Verhältnis zu dem steht, wie viel, wie gewinnbringend sowas sein kann. Boah, für diese Gruppe hier. Mit deiner Größe willst du hier Emma begatten. Ne? Ja. Wie sagen unsere weiblichen Tierpfleger immer, das ist eindeutig männliche Selbstüberschätzung. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Ja. Jetzt kommen wir zu den Tieren, denen ich vielleicht auch begegne. Ne? Ja, also, wobei, das sind ja kleine Tierchen. Also das ist ja die kleinen Echsen, da passiert nichts. Kleine Schildkröten passiert auch nichts. Es gibt ein paar andere Exemplare, da sollst du dir mehr Sorgen machen. In der Habt ihr die da, die Baumfuchtel? Haben wir auch da. Haben wir auch da. Hier natürlich mal, shameless plug, also ich habe natürlich auch schon ein Video gemacht zu den Giftschlangen bei Seven vs. Wild, also auch zur eben erwähnten Baumfuchtel. Ich blende das Video hier oben ein, da könnt ihr draufklicken, wenn euch interessiert, welche Giftschlangen gibt es in Südamerika und welche Giftwirkungen haben die, was sollte man tun, wenn man gebissen wird und so weiter. Also alle Infos eben, wie gesagt, in dem Video hier oben. Wirklich hier? Lanzen oder speziell in dem Fall nicht? Nee, die haben wir nicht da. Das ist die schlimmste der Welt, ne? Ja, gut. Das sind schön, wunderschöne Tiere. Ich habe die damals privat gehalten. Du hast die privat eine Lanzenotter gehalten? Mehrere sogar. Ich habe die gezüchtet, jahrelang erfolgreich. Kennt man die Geschichte? Gestern hatten wir es davon. Die Geschichte? Ah, du warst ja nicht dabei. Ich habe ja im Wald geschlafen. Da gab es einen, der hat privat auch irgend so eine Boa gehalten. Ja. Und hat gedacht, also die findet es ganz nett, abends bei ihm im Bett zu liegen. Das habe ich dir nochmal erzählt. Nein. Doch, und dann halt. Ich glaube, ich weiß, was jetzt schon kommt. Das sind halt jetzt so die, ich sag mal, klassischen Urban Legends beim Thema Schlangenhaltung. Nämlich eben, dass es einen Halter gibt oder gab, der immer wieder sein Terrarium offen gelassen hat und dann die Schlange halt frei drum schlängeln lassen, sage ich mal. Aber schauen wir mal, wie Knossi die Geschichte weitererzählt, hätte ich gesagt. Gefressen.
So, dann hat das Storys. Die Story ist doch, die hat sich lang gemacht neben ihm und er fand das irgendwie, die legt sich neben ihn, weil die sich so lang gemacht hat wie er, aber nur um abzumessen, ob der in ihr Ding passt. Ich weiß nicht, ob das so. Also, die Urban Legend, die gibt's. Und die gibt's auch schon, ich würde mal sagen, relativ lang, also zumindest so lange, wo ich jetzt hier dran denken kann, im Reptilien-Hobby zu sein, sag ich mal. Aber das ist natürlich, also ich behaupte jetzt einfach mal ziemlicher Quatsch. Also ich habe da noch keine verifizierten Berichte dazu gesehen. Die Schlange hat natürlich nicht abgemessen, wie groß die Person ist. Vor allem, weil die meisten Schlangen viel zu klein sind, um Menschen fressen zu können. Schlangen sind wechselwarme Tiere, beziehungsweise Kaltblüter, sagt man ja. Wenn ich die jetzt einfach hier draußen rumspazieren lasse in meiner Wohnung, dann gibt es natürlich auch einige Tiere, denen ist da viel zu kalt. Und ich selber strahle natürlich Wärme ab und dann kann es natürlich auch gut sein, dass sie diese Wärmequelle eben aufsucht und sich dann unter Umständen daneben legt, aber eben nicht, um mich jetzt abzumessen, sondern einfach nur, um nicht auszukühlen. Die hat sich lang gemacht, weil er Wärme ausstrahlt. Ah ja, genau. Reptilien brauchen Wärme, die können keine eigene Körperwärme produzieren, deswegen hat sie sich an ihn dran geschmiegt, damit sie möglichst viel Wärme aufnimmt. Ja, aber Story von meiner Freundin. So, meine geht's. Die wurden in Köln in einem Hotelzimmer gefunden. Da wurden wir auch angerufen. Da hat die Zimmerdame hat das Zimmer gereinigt und dann sind die Schlangen frei rumgekrochen. Was ist das für ein... Oh, da krieg ich gleich Gänsehaut. Was? Steht da mal vor? Also ich sehe schon, was es ist. wie immer, ich finde es... Ich muss sagen, ich habe früher also immer mal ein paar einzelne Clips von Knossi gesehen und wusste, okay, das ist halt der Gambling-Dude auf Twitch und YouTube. Und für mich war der dann erstmal, okay, irrelevant. Und so seit einem Jahr oder so und auch schon ein bisschen vor der Ankündigung von Fritz Meinecke, muss ich sagen, habe ich den richtig lieb gewonnen. Einfach von seiner Art und Weise her und wie doll der sich freut, wie immer reagiert und so. Also das, was man da sieht, das sind Sandboas. Die sind also komplett harmlos. Und es ist auch schön zu sehen, dass die überhaupt hier, ich sag mal, sichtbar sind, denn... Die verbringen eigentlich den größten Teil ihres Tages eigentlich unter dem Sand eben. Aber es ist einfach fantastisch zu sehen, wie Knossi einfach irgendeine Schlange sieht. Eine Story dahinter, hier im Hotel gefunden und dann auf einmal, oh krass, die muss ja richtig fies sein und so. Aber wie gesagt, ich liebe das einfach, wie Knossi da einfach drauf reactet. Es ist einfach, ich weiß nicht, es kommt einfach so real von ihm rüber und freut mich einfach zu sehen, wie er sich einfach irgendwie so eine gewisse Begeisterung dafür ausstrahlt, schon, muss ich sagen, ne? Schon ein bisschen begeistert auch. Unterwegs und hat die im Koffer mit gehabt und ist abgehauen, während er frühstücken war. Nicht dein Ernst? Mhm, ja. Und was sind das für Schlangen? Das sind afrikanische Sandboas. Also jetzt nichts Spezielles, auch nichts Giftiges, harmlose Tiere, aber hat so einen Koffer dabei gehabt und es ist ein illegaler Import gewesen, deswegen wurde die beschlagnahmt. Stell dir vor, Schatz, du, schön, aus dem Hotelbett raus, siehst du was? Überlegt mal, oh Gott. Aber denen geht's gut, damals auch wieder gerade Babys von denen. Jetzt stellt euch vor allem mal die Hotelfrau vor, die dann einfach voll. Reinkommt. Das sind überall. Ja, Schlangen wuseln da durch die Gegend, ne? Und man muss ja als Laie dann trotzdem erstmal davon ausgehen, dass es vielleicht sogar eine giftige Schlange ist und dann auch einfach erstmal gewisse Schritte einleiten, vielleicht die Polizei rufen, Feuerwehr oder einen Sachverständigen einfach dann nachfragen, was das denn damit auf sich hat. Oder halt den Gast natürlich, das wäre natürlich auch eine Option und dann regelt sich die Sache auch eigentlich relativ schnell, aber natürlich ist dann erstmal eine relativ große Furcht da, wenn man so ein Tier sieht, wenn man nicht weiß, was ist denn das eben. Gehalten, aber man braucht wirklich viel Energie, also das heißt, die Energiekosten sind bei 300, 400 Euro pro Jahr. Ich pause alle 3 Sekunden, aber also ja, es sind Badagame, was man hier sieht, es ist Headbobbeln. Das machen die sogar relativ häufig und Knossi imitiert es natürlich auch perfekt. Also man sieht schon, der kommuniziert direkt mit den Reptilien. Ich glaube, der ist der Nächste, der meinen Job quasi übernimmt und euch nächstes Jahr die ganzen Reptilien zu Seven vs. Wild erklärt. Er zeigt mir gerade, dass er der Captain ist und nicht ich. Weil er so gemacht hat? Angst, dass ich seine Mädchen ihm klaue, deswegen nickt er immer, wenn ich komme. Eine Frage von Paul, die wichtigste Frage ist doch, wie schmecken die Tiere? Ich frage für Knossi. Ich würde sowas niemals essen können. Badagamen kommen auch nicht aus Südamerika, das heißt, du kannst sie da gar nicht essen, Knossi. Und ja, sondern die kommen eigentlich überwiegend aus Australien. Ich glaube, dass ich 8 Tage auf der Insel einfach nichts esse. Oh, was für ein krasses Ding. Das sind die Schlangen, solche wird es da geben wahrscheinlich. Solche wird es geben, was nicht diese Art, die kommt aus Asien. Ich wollte es gerade sagen, die wird es gerade nicht geben. Tigerpython, beziehungsweise jetzt hier in Albino, Python bivitatus und die kommen in Südostasien vor und nicht in Südamerika. Aber
Ja, es sind auf jeden Fall beeindruckend große Schlangen. Die werden auch bis zu 3 Meter können die werden. Ja, 3 Meter und auch so ordentlich heftige Schlangen. Also diese Art ist eigentlich recht ruhig, aber das Exemplar zum Beispiel nicht. Was er aber jetzt sieht, die haben vorne so kleine Löcher im Oberkiefer drin. Das sind Wärmerezeptoren. Die sehen also Thermografiebilder in ihrer Umgebung und sehen uns genau hinter der Scheibe stehen. Boah, willst du eine Schlange einfach vorschießen jetzt? Angenommen, treffst du eine Schlange? Wenn du ein wildes Tier findest und gehst so nah dran, dann geht die nach vorne auf jeden Fall. Und die sich wehren. Die könnten mich... Ja, umbringen nicht. Also sagst du, ab 3 Meter wird es kritisch für einen Mensch. Die hat jetzt noch keine 3 Meter. Aber sie kann auf jeden Fall schmerzhaft zubeißen und sie kann auch ein Stück weit würgen, was Arbeit ist, wieder wegzukriegen natürlich. Ne? Das ist eine Boa-Konstriktion. Ja, also wie es der Uwe gerade schon gesagt hat, viele der Pythons und Boas haben sogenannte Grubenorgane. Die sitzen quasi unter den Nasen. Viele von den Vipern haben das auch, also man sagt ja auch, also Klappernschlangen zum Beispiel, das sind alles Grubenottern und beziehungsweise im Englischen sagt man Pit Vipers, weil die eben solche Heatpits haben und die können dann so ein Wärmesignal quasi wahrnehmen und sind auch dann auch fähig quasi zu sehen, okay, da ist eine Hand oder ein Arm, beziehungsweise sehen sie einfach nur, da strahlt irgendwas Wärme ab, da ist irgendwas. Und ja, wenn man denen wirklich zu nahe kommt, kann es natürlich durchaus sein, dass die dann auch nach einem schnappen und wie es der Uwe schon gesagt hat, die dann wieder loszubekommen, ist ganz schön schwierig und ja, einfach gar nicht so einfach, weil die können schon ordentlich zupacken. Und man sagt auch meistens so, ab 2-2,5 Metern sollte man auch eher Würgeschlangen nur dann handeln oder halt mit denen arbeiten, wenn noch eine zweite Person mit im Raum ist, weil Unfälle können immer passieren und sollte sie sich wirklich mal irgendwie um den Hals legen oder so oder um den Hals kommen, sehr, sehr schlechten Tag haben, dann kann es natürlich also durchaus kritisch sein und auch die können ordentlich, wenn sie in den Arm beißen, zum Beispiel den richtig abbinden, also dann kann es auch dazu kommen, dass eine Hand so, ja, ich sag mal, abstirbt oder halt dann Nervenschäden davon trägt, also alles gar nicht so unbedenklich. Ja, jetzt kommen wir zur nächsten Szene, hat er schon gesagt, ein Boa Constrictor, ich war erstmal ganz verwirrt, weil hier, ich hoffe, ihr seht ihr, das ist eine gelbe Anaconda und war erstmal ein bisschen verwirrt, wo hier denn die Boa Constrictor ist. Aber ihr seht ja, die Tiere, die tarnen sich ganz gut. Hier sind die Boas unterwegs. Das sind, glaube ich, könnten sogar 2 Stück sein. Hier. Scheiße, das ist die. Guck mal hier. Boa, okay, das ist die. Das hat Fritz im Video gezeigt. Die gibt's da. Genau. Ja, genau, das hat Fritz im Video gezeigt. Okay, aber auf was muss ich aufpassen bei so einer Schlange? Einfach wegbleiben. Einfach wegbleiben. Also Abstand 3 Meter, 2-3 Meter Abstand halten. Aber jetzt schlafe ich irgendwo am Strand. Ja, die komm. Kommt. Nee, die kommt nicht. Komm. Also du passt nicht ins Beutespektrum rein. Die wirkt wirklich nur, was er fressen kann. Ja, also Uwe erklärt schon sehr gut. Zum einen kommt sie nicht an den Strand, Salzwasser und so will die gar nicht. Und zum anderen ist der Knossi auf jeden Fall kein Beutetier. Hast du ein bisschen? Ja. Normal. Normal, gehört dazu. Nichts Gravierendes, aber ja, auch schon so. Schönen Abend. Kommt, gehört dazu, ne? Krokodil! Krokodil. Hast du Angst, jetzt kommt hier läuft was? Ja, nichts ist frei. Ein paar Geckos rennen frei rum, aber mir nicht. Oh, die schauen aber auch gefährlich aus. Ja. Ah, okay. Schade, ich dachte, man sieht jetzt gleich das erste Krokodil, weil ich weiß nämlich im Reptilienlande, oder da sind auch Krokodile, beziehungsweise ich glaube Mississippi-Alligatoren, ja, ich sag mal, ausgestellt. Aber da kommen wir noch nicht hin. Aber wo wir gerade hinkommen, und das wird es auch in Südamerika geben, das sind hier die grünen Leguane, Iguana. Und vielleicht kurz 2 Sätze dazu. Iguana, also grüne Leguan, ist zum einen stark invasiv in den USA. Also der hat sich da vor allem in Florida ziemlich breit gemacht. Und zum anderen, ein Riesenproblem im ich sag mal, Reptilienhobby ist, die Jungtiere, die sind ungefähr so. Ja, nach einem Jahr sind die halt dann so. Ne? Also die können gut so, ich sag mal, 1,50 Meter mit Schwanz können die schon werden. Die können ordentlich zubeißen. Und die können auch ordentlich mit dem Schwanz ausholen. Also ist dann schon richtig wie so eine Peitsche. Und ja, aber eigentlich sind das eher Pflanzenfresser. Also auch wir kein Beutetier von denen. Affe ist mein absolutes Lieblings. Und crazy, wie die Affen darüber springen, über den Leguan. Die Leute haben gesagt, da kommt er. Der Affenmann. Affenmann, ja. Die Holländer, die Affenmann so. Und weil ich immer jeden Morgen beim Frühstück geklaut habe, meinem Bungalow kam jeden Morgen die ganze Affenfamilie. Und dann habe ich gelernt, mit den Affen zu kommunizieren. Ja. Ich wusste, ich habe das gemerkt, ich war im Rudel drin. Ja. Die großen Affen musst du zuerst füttern. Ja. Rangordnen. Und ich habe es am dritten Tag geschafft, dass die sich anstellen. Und irgendwann hatte ich die Affen auf der Schulter. Ich sehe mich als Affe. Schatz, bin ich ein Affe? Ja, wir alle. Wir alle. Ja. Zurück noch? Bisschen zurück? Jawohl. Ah. Auto kratzt. Ja, zu Affen kann ich leider gar nicht so viel sagen, also was das ist. Affen sind die Keine Ahnung, so Affen. Das ist nicht mein Fachgebiet, sag ich mal.
Aber es sind noch ganz putzige Tiere, die da rumspringen. Ich hätte gesagt, die Schwänze sehen aus wie Heizungsreiniger. Ja, so Flaschenbürstenschwänze, ne? Ja. Wow. Monkey Man. Guck mal, ich bin einfach in Natur geworden für sie. Ja. Komm. Aber noch krass, wie entspannt der grüne Leguan da rumhängt. Die können auch ordentlich temperamentvoll sein. Aber wenn man früh genug mit denen, oder wenn man die früh genug dran, ich sag mal, gewöhnt, dass der Mensch denen nichts Böses tut, dann, ja, dann gewöhnen sie sich auch eigentlich echt gut daran und verlieren ein bisschen die Angst oder verlieren die Angst und wissen entsprechend, okay, wir wollen die nicht fressen und wir müssen uns nicht verteidigen. Jetzt ist er vorne dabei. Oh, Krokodil. Ey, die guckt, aber ey, Krokodil guckt uns zu. Würde, wenn so ein Affe darüber geht, würde er nicht fressen. Ja, also das heißt, der sitzt jeden Tag da und denkt sich, ein so ein Affe. Kriegt aber zweimal die Woche auch zu futtern, deswegen, also so arg Bedarf ist da nicht. Komm, komm. Es ist gar nicht, ich hoffe, da wird noch ein bisschen was erzählt zu dem Krokodil. Schauen wir mal. Was macht denn der an mir? Der hat mich mit den Armen links und rechts. Knabbert er so ein bisschen an deinem Ohr. Ach, er macht die Hand hoch, dann musst du ihm sagen, dass nicht. Da Wahnsinn, wie neugierig die Tiere sind. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die hier so. Warte mal, du kannst nicht mit mir raus. Er wollte so sich, da er gucken wollen, was die Grenzen sind und was man da machen kann. Schimpansen sind auch ganz, ganz, ganz. Ey, die Haare schauen doch aus, als hätten die Knossi frisiert, die Affen so ein bisschen so, warte mal, Knossi, da die Kamera läuft, wir stylen dich nochmal hier so ein bisschen und das muss ja auch ein bisschen hier zerzaust und Rock'n'Roll wirken. Furchtbare Tiere, ne? Die schmeißen ihre Jungen von den Bäumen, töten die in der Wildnis. Ich kenne viele Affenpfleger, auch aus anderen Zoos, die sagen, wenn du einen Orang-Utan direkt neben dir hast, der spielt mit dir, vielleicht spielt er dich zu Tode. Aber der Schimpanse ist am nächsten mit dem Mensch verwandt. Wenn er dich nicht mag, beißt er dir Finger für Finger ab und lässt dich leiden. Deins Wasser soll. Also, ich kenne das auch, wie gesagt, ich bin kein so ein Riesenaffenexperte. Ich habe nur immer mal wieder quasi von Haltungsberichten gelesen. Und man muss schon sagen, dass wenn so ein Affe, ja, ich sag mal, vielleicht so doppelt so groß wird wie die Kleinen, wie wir gerade gesehen haben, dann wird es schon ordentlich lebensbedrohlich, weil die haben richtig, richtig Kraft dahinter. Die haben ordentlich, scharfes oder festes Gebiss, also die haben auch ordentlich Kraft im Kiefer. Ja, das ist nicht zu unterschätzen, also viele, ich sag mal, so superreiche, möchte gern Tierfreunde, die kaufen dann halt irgendwo ein Affenbaby. Und merken dann relativ schnell, das geht relativ schnell oder wird relativ schnell problematisch, weil die eben sich dann zu wenig um das Tier kümmern, keine richtige Bindung aufbauen und auch unterschätzen, wie viel Kraft so ein Tier hat und wie gefährlich so ein Tier wird. Wir gehen. Gehen wir später rein. Jetzt noch nicht. In das Becken. In das Becken Was gehen wir rein. Was sind das für Fische? Sind das? Pakus sind es. Pakus, auch nahe Verwandte von den Piranhas, aber vegetarische Tiere, die fressen in der freien Natur im Amazonas Paranüsse, die ins Wasser fallen. Aber ich habe die ganzen Clips gesehen. Jeden Tag kriege ich über Social Media Clips geschickt, wie auf einmal so eine, wieder eine Vorführung, ne, und auf einmal zack, 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 Arm ab. Und hoppla, aber nee, passiert nicht. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, man kennt das doch, meist unter Jugendlichen, dass sie sagen, ey, du bist ein richtiger Löwe. Dabei ist doch der Löwe das Tier, das eigentlich nichts macht, die Frau geht jagen. Und sie beleidigen sich mit, du bist doch ein Hund. Dabei ist der Hund die treueste Seele des Menschen. Ja. Es macht gar keinen Sinn, diese Beleidigung. Weißt du bist ein Hund, muss ein Kompliment sein. Du bist ein Hund für mich, Adam. Ja, wahrscheinlich ist in solchen Szenarien, in denen du dann unterwegs warst und das gehört hast, das auch eher so ein eben Diss gewesen, weil sich jemand halt eher räudig verhaltet, also hört auf Kommandos und so weiter. Ah, das heißt, ja genau, man unterstellt diesem Typen dann Unterwerfung und deswegen sei er ein Hund. Ach so kann man es natürlich auch sehen. Du bist für mich. Ja, aber ich bin doch auch nicht räudig. Nein, du bist nicht räudig, aber ich meine die positiven Eigenschaften. Nur weil du irgendwie anrufst, springe ich ja nicht, also außer jetzt bei fast jedem Stream, jetzt aber das ist ja nur halt auch... also quasi jeden Tag bei Knossi. Wie ein Stock sieht die aus. Ah, schon mal, das sind schon vorsichtig. Da bin ich schon mal gespannt, was man da sehen wird. Ah, hier schon mal. Gabun-Viper hier unten. Aus Afrika. Bites Gabonica, beziehungsweise Bites Rhinoceros. Nee, nicht Nasicornus. Ach, ihr wisst schon. Hier westliche oder östliche Gabun-Viper. Wie vorhin schon gesagt, es gibt ja viele Vipern, die
Pit Vipers sind, also die eben diese Grubenorgane zur Wärmesicht, sag ich mal, haben. Die Carbonvipern haben sowas nicht. Also die verlassen sich eigentlich nur auf die Vibration am Boden, wenn dann ein Beutetier vorbeiläuft. Und ihr seht schon, ich habe erstmal ein bisschen geguckt, wo ist es denn? Und hab dann erstmal ein bisschen schauen müssen, wo die denn liegen. Das sind vor allem Tiere, die sich auf ihre Tarnung verlassen. Und das ist natürlich problematisch bei Leuten, die halt dann beim Wandern einfach versehentlich drauftreten, weil sie eben nicht sehen. Deswegen immer versuchen beim Wandern in solchen Gebieten immer schön mit dem Stock einfach voraus quasi so ein bisschen am Boden entlang zu stechen, sage ich mal. Und dann zu hoffen, dass es die Tiere aufschreckt und mal dann versehentlich drauftritt. Und deswegen immer gut auf die Umgebung achten, in der man sich so bewegt. Sehe ich sie erst. Das sah aus wie ein Blatt. Mhm. Ja, ich dachte, sie sind schon echt ordentlich. Ja, okay, aber was soll ich machen, wenn ich schon im Dschungel so rumlaufe? Gut stopfen. Immer gut sich auf sich aufmerksam machen. Die Tiere wissen, dass du zu groß bist und gehen dir aus dem Weg. Kein Reptil genau, der Welt. Die wollen ja eigentlich nichts Böses, die wollen echt nur Ruhe gelassen werden. Die wollen nur fliehen und die wollen nicht gefressen werden. Gut stopfen, dann kriegen das die Schlangen alle mit und gehen aus genau. Der Weg. Selbst auf der Kamera sieht das aus wie ein Blatt. Ich habe das nicht gesehen. Ich dachte, die liegt da ganz hinten drin. Ich habe nur den Arsch so gesehen. Hast du die gesehen? Ich sehe sie immer noch nicht, ehrlich gesagt. Ach, das Ding! Auge rechts, Augen links. Na gut, ist ja dann ganz gut, wenn Knossi die nicht erkennt, weil die kommt, wie gesagt, in Südamerika nicht vor, sondern eben in Afrika. Die Leiche wird zurücktransportiert. Vielleicht. Vielleicht hilft das dann. Okay, das sind diese Dinos, ne? Also die letzten Dinos heißt es immer, oder? Genau, richtig, ja. Habe ich schon gesehen. Die letzten Dinos. Vielleicht war Rane. Das sind asiatische Tiere, aber das gibt es auch, wie gesagt, die grünen Leguane in der Größe. Ich bin auch jetzt nicht der größte Varan-Experte, aber Varane sind einfach sehr, 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 sehr groß werdende Echsen. Ich denke mal, der bekannteste ist der Komodo-Varan, aber auch so ein, im Englischen heißen die Asian Water Monitor, ich glaube im Deutschen Binden-Varan, also vor allem die, ich sag mal, Varanus Salvator müssten sie, glaube ich, heißen im Fachjargon, sage ich mal. Die werden auch schon ordentlich groß mit Schwanz bis zu 2 Meter. Und ja, die haben auch einen ordentlichen Biss, ne, dahinter. Und vor allem, ihr seht's, hier der Schwanz, der ist so ja, gut über die Hälfte vom Körper. Und bei dem könnt ihr echt ordentlich zuballern. Also da, das ist das ist wie so ein Baseballschläger, der dahinter um die Ohren pfeift. Sehr schöne, anmutige Tiere, aber es sind so die Dinosaurier. Ich sag mal, das sind die Raptoren der Neuzeit. Ja, wie Chat heißt es, Lia streichelt auffällig oft an ihrem Bauch. So, Schatz. Hast du Hunger? Ja. Dritter Monat. Okay, solche Tiere wird es da geben, klar. Solche Tiere wird es geben. Ah, Spinnen, okay. Schätze jetzt mal Spinnen. Kenne ich auch erstaunlich wenig aus. Das Ding ist auf mir drauf. Was mache ich? Wow, was ist ich denn? Keine Hektik, keine Hektik. Ja, aber war mal keine Hektik. Ich wach auf und sehe hier und ein Bein hier. Keine Hektik. Hand wegschlagen. Zack, schnell wegschlagen. Ja, es gibt natürlich auch giftige Arten in Mittelamerika oder auf der ganzen Welt. Die hier sind jetzt ungefähr, ja, ich sag mal, so giftig wie ein Wespenstich. Ein bisschen mehr vielleicht, aber es gibt natürlich auch Arten, die sind giftig gerne. Also man muss natürlich trotzdem dazu sagen, also Lebensgefahr, Lebensgefahr ist bei den Spinnen eigentlich sehr zu befürchten. Aber natürlich kann so ein Biss, vor allem wenn man den relativ schlecht verträgt von so einer Spinne, auch das Aus von Seven vs. Wild dann bedeuten. Aber ja, wie der Uwe schon gesagt hat, einfach ruhig bleiben. Die Tiere, die sind eigentlich, ich sag mal zumindest so intelligent, dass sie nicht oder zumindest vermeiden wollen, in den Boden unter ihnen zu beißen. Das heißt, wenn ihr auf der Hand ist und ich da nicht extra mit Absicht drauf toucht, dann beißt sie quasi nicht in den eigenen Boden, weil sonst wird sie ja fallen und die Tiere sind zumindest verhältnismäßig schwer und könnten sich dabei halt auch verletzen. Deswegen wollen die eigentlich nicht in den Boden unter ihnen beißen. Deswegen ganz leicht drüber krabbeln lassen, irgendwo absetzen oder theoretisch mit einer schnelleren Bewegung entfernen. Genau diese Exemplare gegessen, afrikanische Achatschnecken, die werden mittlerweile gezüchtet und in die Weinbergschneckengehäuse reingemacht. Die größte, die ich in Afrika je gesehen habe, hat 1,6 Kilo gehabt. Okay, Skorpion habe ich auch gehört, das ist nur ein Mythos, dass du da stirbst, ne? Nee, ist auch nur, es gibt tödliche Arten auf jeden Fall, gibt's ja. Also die Weinbergschnecken, also gut, ne, hier Veganer und so, hätte ich jetzt kein Rieseninteresse dran, deswegen schon, aber stell euch mal vor, ihr habt so eineinhalb Kilo fette Schnecke bei euch, die, na gut, gebraten ein bisschen weniger, aber die dann bei euch auf dem Teller liegt. Weiß ich nicht. Lecker stelle ich mir anders vor. Und ja, was jetzt das nächste Thema ist, es geht um Skorpione. Die Faustregel, die ich mir gemerkt habe, ist, je größer die Greifer, desto weniger giftig sind die. Je kleiner die Greifer, desto problematischer oder
ja, auch dann teilweise tödlich giftig sind die. Ja, weil wie gesagt, wenn die große Scheren haben, dann benutzen die die halt vor allem für die Beute. Und wenn die relativ kleine Scheren, aber dafür einen verhältnismäßig größeren Stachel haben, dann versuchen die mit Gift ihre Beute zu fangen und zu verspeisen, zu töten, wie auch immer. Genau. Ja, aber wie heißt denn unser Freund der Adrian? Der packt sich die ins Gesicht, ne? Ja, aber ich denke, das sind die Arten, die wir auch hier drin haben zum Beispiel. Und zwar die Pandinus oder die Kaiserskorpione. Hier hinten sieht man sie. Seht ihr, wie die leuchten? Ja, und ihr seht auch schön, ne? Viele der Skorpione, die haben so ein Iridescence, sagt man, wenn der UV-Licht drauf geht. Also die ja, reagieren auf UV-Licht. Und ja, wie wir es gerade schon gesagt haben, Kaiserskorpione eher so Wespenstich. So groß wie unsere Hand. Wenn du so eine schauen wir mal, was wir hier haben. Ja, Netzpython. Also das zumindest auf jeden Fall, ich denke mal, das auch. Malayopython. Reticulatus. Malayopython Reticulatus. Früher, glaube ich, Procamerus. Und sind auf jeden Fall in Asien heimisch. Und die mit Abstand längsten Schlangen unseres Planeten. Und da, die sind auch zumindest fähig, Menschen zu töten. Und ich dachte, ich habe auch schon mal von Berichten gelesen, wo sie Menschen eben verspeist hätten. Weil die wären doch, die wären schon ordentlich riesig. Also ich dachte so, boah, ich weiß gar nicht mehr, so 9 oder 10 Meter können die gut erreichen. Danach wird's schon, glaube ich, schwierig. Nee, aber die waren ordentlich lang. Sind, wie gesagt, in Südostasien heimisch. Zum Beispiel, also Thailand ist so ein klassischer Fall, wo viele Touristen eben auf diese Tiere eben stoßen. Im Hobby leider viel zu häufig in viel zu kleinen Terrarien gehalten und vor allem sind die in der Natur sind die richtig gute Kletterer, also auch im höheren Alter. Und im Terrarium ist es leider so, dass viele Leute denen keine Klettermöglichkeiten geben und die dann teilweise auch, ja, doch eher verfetten lassen, weil die halt die viel zu häufig mit viel zu großen Mahlzeiten füttern. Behauptet jetzt mal, der ein oder andere hat vielleicht auch so einen gewissen Fütterfetisch, was das angeht. Aber es gibt durchaus Halter, die da ordentlich drauf Wert legen und man sieht auch, dass die Tiere hier zwar gesund sind, aber auf jeden Fall nicht fett, sag ich mal. Ne? Also wir sehen vielleicht gleich nochmal die Schlange im Ganzen mal. Aber so, was ich hier sehe am Hals und hier, oder am Hals, also die ersten 20%, sage ich mal, das schaut auch ganz gut aus. Und auch hier, das schaut zwar gut genährt aus, aber jetzt nicht dick oder überfettet. Hat man das Gefühl, die ist ja auch nicht schnell. Die springt ja nicht, die beißt nicht, die ist nicht schnell. Ist relativ schnell, die machen auf dem flachen Boden 15 bis 20 Stundenkilometer. Naja, warte mal, man sieht es vielleicht gerade ganz gut. Jetzt hier ist der YouTube-Balken dazwischen. Erstens, ja, die können gut Geschwindigkeit aufnehmen und zum anderen, wenn ihr mal darauf achtet, wie das Licht da teilweise drauf geht, das Licht, das wird so regenbogenfarbenartig zurückgeworfen teilweise. Also ist eigentlich, also finde ich richtig schön, wie die ausschauen. Ich hoffe, das sieht man gleich nochmal ein bisschen besser. Was? Wenn die in Rage sind. Wir liegen jetzt gemütlich da, aber gerade nicht. Der Netzpython, aber kommt aus Asien, sehr temperamentvolle Schlangenart. Um sie festzuhalten, wenn wir da irgendwas Medizinisches machen müssen, also zu 5, zu 6 müssen wir daran arbeiten. Und wir haben da gut Arbeit dran. Guck mal hier, lesen wir hier. Liebe Besucher, leider hat unser Netzpython Bärbel zurzeit eine Verletzung am Auge. Genau, das heißt, zweimal die Woche müssen wir sie momentan rausfangen und müssen sie behandeln. Wie fangen wir die raus? Mit mehreren Leuten. Also wir müssen die im Prinzip rausnehmen, dann wird die am Kopf fixiert, muss man sie festhalten, der Tierarzt kommt vorbei und der macht dann eine Wundspülung vorne am Auge und dann wird sie wieder reingesetzt. Das ist, die hat dich jetzt geschnuppert. Guck mal! Okay, schade, also man sieht es jetzt gar nicht nochmal im Ganzen. Also es sind sehr groß werdende Tiere und aber auch, also wie ich finde, sehr, sehr schöne Tiere. Da gibt es einige tolle Lokalformen. Es gibt natürlich auch viele Farbmorphen. Ich finde aber gerade die, ich sag mal, Nominalformen mit eben diesem Regenbogenschimmer einfach wunderschöne Tiere. Und ja, wie es der Uwe auch schon gesagt hat, sind schon ordentlich Brummer und ihr müsst überlegen, das ist alles Muskelmasse, was das ist, ne? Oder ich sag mal fast alles Muskelmasse. Das heißt, es wird schon ordentlich schwierig, da die Tiere ja, zu handeln, gerade wenn die sich zum Beispiel verletzt haben. Ne? Der erste Fisch, der aussieht wie ich. Ich weiß vom Hauttyp her. Case wise. Die Schwarzen sind Pangasius. Die kennt, glaube ich, jeder. Hat jeder schon mal gegessen. Oh, das ist ein Welthai. Also High Wells. Ja, die kenne ich. Die gibt es auch in so kleinen, hat man schon in Aquarien gesehen. Genau, auch. Aber die werden so groß. Das hier so Schlanghals-Schildkröte. Ich bin aber auch kein Riesenschildkröten-Experte, aber... Wow.
Sehr also muss schon den Leuten auch sagen, ne? Wenn ihr nicht, man schafft nichts unüberlegt an. Ne? Das muss man auch sagen. Also wir bekommen jedes Jahr 1000 bis 1200 angeboten, die nicht gut in der Haltung sind. Also das heißt, ich kann nicht mehr, verschiedene Gründe, Krankheit, Umzug, Scheidung, alles Mögliche. Aber wir können halt auch nur einen Prozentsatz davon aufnehmen. Ne? Also da bleibt viel. Viel wird ausgesetzt natürlich auch. Auch ein Riesenproblem, wo wir dann ausrücken, holen irgendwelche Tiere dann aus der freien Natur raus. Was wäre so, war so das Krasseste? Also das Krasseste war hier in Ingenheim, hier in der Pfalz, ein kleines Weindörfchen, und haben sie uns angerufen, sie haben eine Schlange. Schlangen gibt es hier einige, Ringelnattern, einheimisch und so weiter. Aber hat sie gleich gesagt, die ist über 2 Meter groß, unterarm dick. Sind wir hingefahren und haben dann wirklich 3 Tiger-Pythons mit jeweils 3 Meter haben wir aus den Weinbergen rausgeholt. Aus den Weinbergen? Irgendjemand hat die da ausgesetzt. Stell dir mal vor, gehst mal ein paar Trauben pflücken auf einmal hoch. Ja, und ich gebe mit dem Yorkshire Terrier spazieren und plötzlich... Und der frisst den. Fehlt er. Pablo ist bei uns geboren, der ist bei uns groß geworden, der kennt die Menschen. Also ja, Uwe hat es ja schon angesprochen, oder auch Knossi, bitte überlegt euch vorher, was euch anschafft, und vor allem, wenn ihr dann merkt, okay, das packt ihr irgendwie nichts mehr, oder ihr müsst umziehen, in einem anderen Bundesland sind die Tiere nicht mehr erlaubt und so weiter, dann sucht euch eine entsprechende Stelle, wo ihr die abgeben könnt, und lasst sie einfach nicht, also lasst sie nicht einfach draußen raus. Punkt 1, die Tiere sterben, oder viele der Tiere sterben relativ wahrscheinlich im Winter bei uns in Deutschland. Punkt 2, falls nicht, besteht immer die Gefahr, dass sie invasiv in Europa werden und lokale Flora und Fauna zerstören. Und Punkt 3, ihr schadet damit massiv einfach der, ich sag mal, Reputation des Hobbys der Reptilienhaltung. Und es ist natürlich so, dass, wie der Uwe schon sagt, die Zahlen teilweise ein bisschen erschreckend sind. Also ich glaube, die Reptilienauffangstation in München hat irgendwie vor ein paar Wochen gepostet, irgendwie tausendstes Fundtier und so. Das ist schon alles und ohne. Und wir haben natürlich, also was mit wir meine ich Halter, haben natürlich ein bisschen die Befürchtung, dass wegen den steigenden Energiekosten jetzt auch der ein oder andere auf die Idee kommt, ja, dann doch den einen oder anderen Königspython oder Bardagame dann einfach rauszulassen. Bitte macht das nicht. Bitte schaut, dass ihr euch Hilfe sucht und guckt, ob jemand aus einem privaten Umfeld nehmen kann oder eben eine Anlaufstelle. Und er kann auch einfach schieben. Oh, er kommt wirklich. Ja, Papa ist. Er hat wirklich einfach blaue Augen oder blaugrüne, graue Augen. Ich weiß nicht genau, aber er hat echte schöne Augen. Mhm. Ey, krass, die ein Auge guckt nach hinten. Also, wie lange dauert vorne, es, dich so anguckt. Eine Farbe wechselt? Der ist bei uns geboren, es gibt keinen Grund für ihn. Also der hat keinen Stress, der hat keine Fressfeinde, der muss sich nicht tarnen. Das dauert bei ihm 2 Stunden, bis er mal wirklich die Farbe mal ändert. Ja, aber das ist krass. Papa ist völlig entspannt. Ja. So, und jetzt ist das. Jetzt hängt er uns auf. Ich bin mal spannend, wie neugierig solche Tiere sind. Und wie der gleich einfach in Kamera klettert. Achtung. Ja, es geht. Mach Foto. Nicht bewegen, Thomas. Ist zu krass. Ey, und weißt du, der guckt einen so liebevoll an. Ja. Warum guckt der so liebevoll? Was denkt der denn? Er ist einfach gechillt. Pablo war schon immer. Das war einer von den ruhigsten aus dem ganzen Kurs. Das sieht so unecht aus. Wie gemalt, wie eine Comicfigur, wenn man das von nahen anguckt. Also, ey, danke, dass wir das erleben dürfen, gell? Gerne. Also, gerne, ich habe noch nie einen Kontakt zu so einem Tier halt, ne? Und die meisten Tiere sind auch nicht gefährlich, deswegen braucht man keine Angst davor zu haben. Das ist wirklich ganz toll. Ja, was der Uwe schon sagt, ne? Da hat er schon recht. Die meisten Schlangen oder Echsen sind in keinster Art und Weise für uns gefährlich. Es gibt halt dann doch den einen oder anderen Prozentsatz, den man dann, wenn man dann zum Beispiel Urlaub macht in so einem Land oder wenn man dort wohnt, dann einfach vielleicht kennen sollte und einfach auch respektieren sollte und denen einen gewissen Freiraum, Lebensraum, wie auch immer, halt gewähren lassen sollte. Aber ansonsten kann da eigentlich relativ wenig passieren. Siehst du eine Schlange, fragst du, ist die gefährlich? Wenn du sie siehst und ihr die Möglichkeit gibt, davon zu gehen, dann natürlich nicht. Wenn du natürlich hinterher gehst, irgendwie meinst, am Kopf tätscheln zu müssen oder am Schwanz zu packen, kann es natürlich anders sein. Ein bisschen hoch, Ellbogen hoch. Ich weiß, so ein bisschen Kopf nach oben ist er da. Okay, kann ich ihn wieder nehmen, bitte? Ich nehme Nimmst du bitte wieder? Das bitte ganz schnell, los, jetzt. Ah, jetzt. Nee, aber Jokes aside, also auch Mad Props an Klaus' Freundin. Das ist so eine. Dass sie dann sagt, sie probiert das quasi auch mal aus und erfordert ja auch ein gewisses Maß an Mut, da zu sagen, ich probiere das mal. Also da auch Daumen nach oben zumindest probiert zu haben, auch wenn man dann merkt, gefällt mir nicht oder ist mir unangenehm, dann kann man das Tier auch nur wieder abgeben und dann ist ja gar kein Problem. Das ist so eine. Das ist die Baumfuchtel. Ich kenne die aus dem Video. Das ist die Baumfuchtel, die echte. Das ist so eine. Baumfuchtel. Aber nicht so giftig. Nicht ganz. Also wenn die beißt, geht. Ich sehe gerade noch. Da drücke ich nicht, holt mich mit Helikopter. Ne? Ja, aber ich glaube, bei jedem Schlangenbiss würde ich als Unerfahrener, soll ich warten, bis mir schwindlig wird oder schon drücken?
Nee, also ich habe so ein Video schon, ich glaube in dem einen oder anderen Video schon erzählt, wenn du gebissen wirst und dir nicht sicher bist, dann auf jeden Fall den Knopf drücken. Das kann dich deinen Finger kosten, das kann dich deinen Hand, Arm, Bein, was auch immer kosten, das kann dich Nervenschäden kosten oder das kann dich auch natürlich dein Leben kosten, wenn du von der Giftschlange gebissen wirst und das auf die leichte Schulter nimmst. Aber auch da, schau dir die Videos an, ich habe eigentlich alles erklärt, aber better safe than sorry und kein, ich sag mal, Seven vs. Wild der Welt ist es wert, nachhaltige Schäden davon zu tragen. Deswegen immer lieber dann die Rettungskette einleiten, ein Foto machen am besten oder mehrere Fotos, besser als Videos, Fotos haben eine bessere Auflösung und dann kann man das ja unter Umständen auch bestimmen lassen von einem Experten und kann sagen, ist safe, kannst weitermachen oder eben nicht. Ich drücken, holt mich ab. Schlammbiss hat. Es kann auch eine Blutvergiftung geben, so wie es bei mir mal ich war. Ich warte erst, ob ich Schmiddel sperke. Ja. Nee. Also ich man sieht, warten. Ob das eine Giftschlange ist. Also es ist schon abgesetzter Kopf. Es gibt so ein paar Merkmale. Ein bisschen größer, genau, richtig. Also da kann man schon identifizieren. Aber ich würde das genau beobachten. Ja, schwierig, geht, schwierig. Sollte man Abstand nehmen. Hier schön Thailand imitiert. Genau. Pattaya. Ja, genau. Schön Phuket. Ja, schön mit Changbier. Beziehungsweise unsere Monokelkobra hier auf dem Boden. Ah. Ich würde reingehen. Nee. Dann ist Feierabend, ne? Ist Feierabend. Was passiert dann? Was passiert? Angenommen, man klettert jetzt rein. Du gehst da rein, du wirst gebissen, definitiv. Die sofort. Sind so schnell. Wenn sie auch nicht dran kommen und du sie in die Ecke treibst, dann werden sie beißen, definitiv. Wie macht ihr das? Also genau das ist das, was der Uwe sagt. Es geht vor allem darum, wenn man die Tiere, wenn man denen keine Fluchtmöglichkeit gibt. Die wollen einfach nur weg von uns. Die haben auch richtig panische Angst, von uns gefressen zu werden. Und das Gift für die ist eigentlich relativ wertvoll. Das ist natürlich, das kostet die viel Energie, das zu produzieren. Früher hat man gesagt, die brauchen das auch ordentlich zum Nahrung verdauen. Heutzutage sagt man, das ist gar nicht mehr so wichtig. Aber eben, das ist für die wertvoll. Das kostet die Energie, das zu produzieren. Die wollen das eigentlich gar nicht losgeben. Oft gibt es auch sogenannte Trockenbisse, um halt jemanden abzuschrecken. Aber es kann natürlich auch sein, dass die dann ja, tatsächlich mit Gift in die Zieren zu beißen. Und bei den Monokelkobras, die werden leider, ich sag mal, auch relativ fahrlässig oftmals gehalten, weil die eben doch sehr schöne Farbmorphen haben und ja, oftmals bei vielen Haltern so ein bisschen als, ja, die sind schon vom Handling eigentlich ganz entspannt gelten, aber damit ist echt nicht zu scherzen, wenn die einen beißt, dann kann es schnell zu Herz-Kreislauf-Versagen, zu Atemnot, zum Ersticken kommen. Haben auch eine gewisse zytotoxische Komponente im Gift, also auch Zellzerstörung ist damit dabei. Wenn Knossi da jetzt reinsteigen würde, wäre jetzt nicht so ideal. Wie gesagt, oftmals Kobras, im Englischen sagt man stand the ground, also die bleiben normalerweise relativ defensiv einfach dann da stehen und nur sobald du näher kommst, fangen die an, dazu zu beißen oder danach zu schnappen. Monokelkobras sind auch übrigens relativ visuell fokussierte Tiere, die kann man theoretisch mit einer Mütze oder mit einem langen Stock auch relativ gut bespaßen, was so, die verfolgen den dann quasi so richtig und schauen den dann quasi an. So ähnlich wie beim Flötenspieler, sag ich mal, beim Schlangenbeschwörer, wie man das ja aus Film und Fernsehen kennt. Genau, bloß dass die Monokelkobras eben, die kommen aus Südostasien und vielleicht sieht man es noch, vielleicht nicht. Ich erkläre es aber trotzdem schon mal. Die haben hinten auf ihrem Nackenband so einen O-Ring, der ausschaut wie ein Monokel. Deswegen Monokelkobra, Naya Kauphia oder Kauphia. Also Latein ist immer so ein bisschen schwierig auszusprechen, spricht ja keiner mehr. Aber genau. Wir arbeiten hier im Winter. Nehmen wir sie raus, wenn wir wirklich Generalreinigung machen müssen. Oder wir haben Abgrenzungen, wo wir reinmachen, damit wir arbeiten können. Wenn ihr jetzt füttert? Füttert, geht einwandfrei. Kriegt jeder sein Mäuschen, alles gut. Nochmal einfach ein Mäuschen rein. Mit langem Greifer, Abstand halten, geht einwandfrei. Aber ey, du siehst schon, das ist genau so eine. Man erkennt schon so die Bösen, ne? So ein bisschen. Also das dürfte vielleicht sogar Albino oder so sein. Also keine Nominalform. Runder Kreis wie so ein Monokel. Was haben wir hier? Hier haben wir Krustenechsen drin. Das sind die einzigen giftigen Echsenarten der Welt. Sehe ich nichts. Siehst du so eine Ecke raus? Oha. Ja, genau hier. Auch giftig wie Sau. Auch beißig und fällt's um. Ja, und es gibt kein Antiserum bei der. Oh, krass. Das heißt, wie viele Leute, glaubst du, sind weltweit an der Krustenechse? Keiner, glaube ich. Also ich glaube, ich kenne also keinen Bericht über jemanden, der durch Krustenechsen gestorben ist. Also zwei Arten letzten Endes. Gila Monsters und Beaded Lizards sind die beiden giftigen Echsen. Man weiß aber mittlerweile, dass auch Warane das ein oder andere Gift im Speichel haben. Also es sind eigentlich nicht mehr die einzigen giftigen Echsen,
Aber das Gift der Warane ist eigentlich, ja, also eher irrelevant. Aber das sind die einzig richtig giftigen Echsen. Und es gibt aber viele Leute, die berichten nach einem Biss, dass sie lieber gestorben wären, als diesen Schmerz eben mitzumachen. Also das soll sich anfühlen wie tausende kleine Nadelstiche und soll nicht sonderlich angenehm sein. Wobei es auch relativ, ich sag mal, schmerzfreie Bisse von denen gibt. Oder Bissberichte, wo relativ schmerzfrei sind. Also ich glaube, da gibt es viel von, ja, hat schon gepasst, zu Biene oder so, bis hin zu, hackt mir lieber die Hand ab, als das weiter ertragen zu müssen. Nicht so viele, also man muss die wirklich extrem ärgern. Die meisten, laut Berichten, meistens sind irgendwelche betrunkenen GIs, die in der Wüste stationiert sind und dort Mutproben machen in der Wüste halt. Mhm. Die ärgern dann die Großnächsten und werden da auch mal gebissen. Aber an sich gibt es da keine... Und dann stirbst du direkt? Direkt nicht, aber es ist sehr schmerzhaft. Also das Gift wird einmassiert beim Kauen, die hat einen sehr starken Biss, kriegt man auch nicht mehr weg. Und das Gift wirkt halt innerhalb von Stunden tödlich. Hier haben wir uns ein Zwergnetz. Also vielleicht habe ich auch das einfach nicht mehr richtig im Kopf, ne? Aber ich glaube nicht. Also ich glaube, ich kenne keinen Bericht von jemandem, der gestorben ist durch einen Krustenechsen Biss. Aber da muss ich vielleicht nochmal reinlesen. Vielleicht lag ich da auch falsch, ne? Also nicht mal alles glauben, was ich euch erzähle. Aber ich dachte, da gibt es keinen. Was aber allerdings sagt, gerade betrunken werden in den USA echt enorm viele Leute gebissen. Also die meisten Bissunfälle passieren tatsächlich vor allem mit Klapperschlangen bei, also männlich, um die 18 bis 25 und betrunken und halt, ja, saudumme Idee. Vor allem in den USA, wo halt so ein Biss auch mal schnell 500.000 Euro kosten kann oder halt 500.000 Dollar wegen Krankenversicherung, Gegengift, Krankenhaus, Aufenthalt und so. Und ja, oder kostet dich dein Leben, ne? Also kann auch durchaus sein, dass so ein Klapperschlangenbiss natürlich tödlich ist. Pythons drin, das sind auch, also kleine Ableger von den Netzpythons, auch sehr temperamentvolle Tiere, aber ungiftig. Wow! Ah ja, hier oben. Aber dabei, die sind da. Die würden auch kommen, wenn man aufmacht. Und was machen die dann? Beißen. Direkt? Die beißen, ja. Hatte die schon mal? Mich nicht, aber gerade vor kurzem Tierpfleger, ja. Boah, aber guck mal, der Regenbogen, echt ein Regenbogenschimmer. Wenn die frisch gerötet sind. Habe ich vorhin erzählt, ja. Also, das sieht, glaube ich, hier relativ schlecht, aber. So gerade die Lokalform, die schimmert sehr, sehr schön. Die kann ich mitnehmen. In der Sonne. Aber hier haben wir den Liebling. Was ist das hier für ein Automat? Das ist kein Automat, das ist ein Spinnterrarium. Da ist eine Spinne drin, aber ich habe sie nicht gesehen. Doch, die liegt da unten. Echt? Ja. Die liegt da. Das hast du sofort gesehen. Hier haben wir eine Liebe. Hier haben wir eine ganz Liebe. Ah, hier, okay, genau. Python Regius, hat er gerade schon gesagt. Königspython, heimisch in Südafrika. Südafrika. Heimisch in Afrika, also Togo, Ghana, Benin und so. Ist auch wahrscheinlich die, ich sag mal, meist verkaufte, meist gezüchtete, meist gekaufte, meist gehandelte Thiele-Schlange der Welt. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Die haben unfassbar viele Farbmorphen, ich glaube mittlerweile dreistellig oder so. Und eine begehrter als die andere und auch, ja, teilweise schon auch eine schöner als die andere. Und teilweise sind einzelne Morphen schon im fünfstelligen Bereich und natürlich gewisse Kombinationen, gewisse genetische Farbvarianten, die in Kombination stehen, die dann rezessiv sind, also schwer zu züchten, die haben dann gar keinen Preisschild mehr, das ist dann dieses Preis auf Nachfrage, wo man dann schon weiß, das wird ordentlich teuer. Besucher sagen, es fühlt sich an wie eine Handtasche oder wie ein Geldbeutel. Ah, es fühlt sich, es ist ja einfach ganz, es ist wirklich, ich kenne dieses Gefühl, auch von der Dicke. Ach so. Knossi, du Schlingel. Ey, aber jetzt nimm mal die Schlange in die Hand. Oh Gott. Oh, ist das ekelhaft. Nimm die weg. Das ist so schlimm? So eklig. Oh. Ja? Guck mal meine Hände. Erstmal hinwaschen. Oh, jetzt ist es glatt. Jetzt ist es glatt. Also, bitte, jetzt, ne, auch in den Kommentaren, beherrscht euch. Also, ist natürlich jetzt für mich ein bisschen lustig, drüber zu schmunzeln oder halt schön drüber zu schmunzeln, aber ihr müsst überlegen, viele von den, ja, ich sag mal, normalen Menschen da draußen, die finden Stangen nicht so spannend wie ich jetzt zum Beispiel. Und für die, also viele der Schlangen schauen ja auch erstmal glitschig aus, aber die sind so überhaupt nicht, ne? Also die sind nicht nass, die sind nicht glitschig. Da natürlich auch mehr Respekt, dass man überhaupt sagt, ich probiere das zumindest mal, das Tier in die Hand zu nehmen oder guck mir mal an, wie fühlt sich das an. Wenn ich dann immer noch sage, boah, nee, das ist irgendwie, oh, das ist unangenehm für mich, dann ist das trotzdem in Ordnung, ne? Also da trotzdem nur Respekt, dass man es ausprobiert hat. Wolltest du denn? Oh, krass. So viele Emotionen. Ja, wirklich extrem. Ja. Ich würde noch einmal gerne. Ja, natürlich. Ich will noch mal. Kann ich um Hals? Klar. King of Mojo.
Oh, schnürt die zu? Nee. Doch. Die hält sich nur fest. Die schnürt nicht zu. Die schnürt zu. Wenn du keine Luft mehr kriegst, ein. Also gut, bei so einem Königspython, ich sag mal 1,20 Meter, wenn du wirklich ein Riesenweibchen hast, mega 1,50 Meter, das kriegst du auch noch mit wirklich viel Gewalt, kriegst du die auch noch runter, wenn die wirklich zuschnürt. Sind aber im Grunde genommen, ja, also wirklich bissfaule Tiere, sag ich mal. Sind eigentlich sehr, sehr schlechte Kletterer, sind eigentlich eher so in Termitenhügeln und Erdlöchern in Afrika zu finden. Entsprechend fest will er sich auch natürlich hier festklammern, weil er nicht runterfallen möchte und auf den Boden klatschen möchte. Und man ist echt erstaunt, selbst so kleine Natternarten, sag ich mal, wie fest sie sich festklammern können, so um so einen Finger oder um einen Arm, weil die ja nicht nach unten fallen wollen. Und welche Kraft die quasi entwickeln können, also man unterschätzt es ordentlich. Sie hält sich nur fest, die will nicht runterfallen. Ja, wie gestört das ist, wenn du weißt, dass eine Schlange gerade dir um den Hals gewickelt ist und sich und auch leicht zudrückt, das ist pervers. Aber so wäre es jetzt mit den. Also no king shaming, Knossi, ist okay, wenn das sich so ein bisschen in Stimmung bringt, ne? Also das Gewürge. Die würden jetzt zuziehen. Ja, die würden zuziehen. Und selbst die hätte die Kraft, dass die ordentlich zuziehen kann, wenn sie will. Aber sie macht es nicht. Du bist keine Bulte. Die soll doch pfeifen, oder? Ja, genau. Es ist genauso, wie ich es auch gedacht habe, nachts. Es fühlt sich gemütlich an. Ich finde sie schon gut festgeklammert. Nee, warte, lass mal, ich will wissen, wie es ist. Kriegt es einfach weiter, weil sie gucken will, wie weit sie kommt und wo es liegt. Das drückt aber schon rein, ne? Ja, ja. Die kann bis zu 1000 Kilo kann die drücken. Mhm. Passiert die nicht? Wer soll mich stoppen bei Seven in the Wilds? Junge, ich dachte, du übertreibst halt, weil du deine Story baust. Ich glaube nicht, dass Klausi übertreibt. Und du denkst, die drückt sie rechts, links alles zu. Wie, was machen dann? Pfeifen. Auf Pfeifen bringt nichts laut. Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, Pfeifen war eher gedacht, damit der Uwe weiß, okay, jetzt vielleicht ist es zu viel. Lieber die Schlange lieber wieder wegnehmen. Die haben natürlich keine Außenohr, die Tiere. Und wüsstet ihr übrigens alles, wenn ihr meine Seven Wild Schlangenvideos gucken würdet? Genau, die haben kein Außenohr, sondern die haben nur ein Innenohr. Die spüren Vibrationen zum Beispiel. Aber eben so ein Pfeifen, das interessiert eigentlich relativ wenig. Hast du schon gesagt, Pfeife? Dass ich es weiß, dass du keine Luft mehr kriegst, dass der ja, genau. dabei ist. Deswegen auf. Aber wie, wenn nicht gehst, wenn du merkst, geht nicht. Passiert dir nicht. Messer? Messer, natürlich, da kann man sich befreien, indem man durchschneidet. Aber das ist Tier auch tot. Aber das ist natürlich eine geile Erklärung. Ja, also Messer geht schon, aber wäre halt dann kaputt. Ne? Also die Schlange, das wäre nicht so schön. Ne? Das hat der Uwe schon sehr, also fand ich gerade sehr lustig, wie trocken er das gesagt hat. Ja, genau, also ich glaube, so also ein Königsbeton, den kriegt man schon weg, wenn man wirklich möchte. Bei einer Boa Constrictor wird's schon langsam, also eher schwierig. Gäbe Anaconda, boah, einfach nicht riskieren, einfach die Tiere in Ruhe lassen. Grüne Anaconda, no chance alleine. Wirklich, also ab einer gewissen Größe, kannst du vergessen. Einfach hoffen, dass sie loslässt und da musst du dich halt leider auch mit einem Werkzeug befreien, ne? Zum Beispiel mit einem Messer. Und die Schlangen dann, ja, sind leider tot, ne? Du aufwickeln, wenn es zu groß wird. Die Tiere, die zu groß sind, kommen nicht zu dir. Die suchen das stimmt. Nicht. Das stimmt. Kann der uns in Farbe sehen? Der kann uns in Farbe sehen. Ah, ist gleich der nächste Varan. Ich bin bloß bei denen immer ein bisschen, ich glaube, Steppenvaran wahrscheinlich. 20, 30 Meter Entfernung. Was ist eigentlich an dem Gerücht dran, dass man... Ja, wahrscheinlich könnte durchaus ein Steppenvaran sein. Es ist wohl nachgewiesen, aber ich glaube nicht, dass es nur schwarz-weiß ist. Ich glaube, die sehen einfach einige Farben nicht. Ja, das ist wirklich Dinosaurier. Das ist ordentlich, ja. Das ist Dinosaurier. Die Leguane, die sind genauso groß. Und auch solche Krallen, die sollte man auch vermeiden, einzufangen oder näher zu kommen. Wenn die Krallen hast in der freien Natur, hast du auch ruckzuck eine Entzündung in der Hand dran. Sowas will ich nicht treffen, oder? So ein Tier, oder? Warane nicht, aber ich... Nee, also Steppenwaran ist, glaube ich, Afrika und die meisten Warane sind Afrika, Südostasien, Ozeanien. Ich glaube, Südamerika gar keine. Aber wie gesagt, grüner Leguan ist natürlich eine dort deutlich groß werdende Echse, die auch in Südamerika vorkommt. Also das wäre quasi vergleichbar, sage ich mal. Ein bisschen weniger massig, ein bisschen kleiner. Aber trotzdem auch eine große Echse, die in Südamerika vorkommt. Also da auch aufpassen.
Haben wir einen grünen Leguan in der Größe. Sollen wir vorhin bei den Äffchen gesehen haben? Ja. Die werden auch so groß, 1,80 Meter. Sind die mir gefährlich? Gefährlich nicht, aber einfach 1,50 Meter Abstand halten. Die können im Prinzip mit dem Schwanz schlagen, die Leguane. Die können auch mal beißen und vor allem können sie kratzen. War ein illegaler Import von Tieren. Die machen, Leute machen das in Koffer. Ja, so. War ein bisschen noch klein, man hat das Baby. In der Größe ungefähr. Naja, ihr seht das Tier, das ist wahrscheinlich gute 2 Meter groß oder so mit Schwanz. Und die Babys sind halt so, ne? Die passen halt theoretisch auch in den Koffer rein. Aber Finger davon lassen. Ja, da werden die geschmuggelt. Werden geschmuggelt und Teile von stirbt beim Transport. Und dann, genau, haben wir sie groß gezogen, gell? Top. Guck mal! Was sind denn meine? Hab ich noch nie gesehen. Noch nie! Okay. Okay. Einbrecherkatzen. Ja, ja. Wow. Waschbären. Wow! Mäuschen, wo seid ihr denn? Oh, krass! Oh, aber Waschbären sind auch gefährlich, oder? Grundsätzlich macht man sowas nicht mit einem freilebenden Waschbär. Aber die, wo wir hier haben, die kamen zu uns als Baby. Die Mama wurde überfahren. Unweit weg von hier, die Tierrettung hat die morgens gefunden. Eine Joggerin hat das Schreien gehört von den Babys. Die kamen zu uns mit 90 Gramm. Die Augen waren noch zu. Und wir haben die mit der Flasche großgezogen, ich und meine Frau. Hey, Schatz, pass auf, da sind 10.000 Volt drauf. Ja, wie gesagt, das ist beides auf. Ah! Ich bin hier in Dings. Was ist das? Ja, ist ein bisschen Pipi. Ist das Pisse? Ja, ist ein bisschen Pipi. Oh, in die Pisse rein. Die haben ja eigentlich jetzt mach dich nicht so. Er klettert einfach. Oh, was ist denn? Entschuldigung für das Geschrei. Boah, stinkt das. Oh. Du weißt, so riechen. Hast du hier Unfruchtreiniger? Habt ihr Schlauch? Ja. Oh, das ist schlimmer als Hacker an den Schuhen. Was soll ich machen? Das ziehen wieder an. Nein, ich zieh sowas nicht mehr an. Ich kann das nicht mehr. Nicht mehr anziehen. Warte mal, gib mal. Ich finde es auch übrigens so geil, dass Uwe einfach mit den Flipflops da reingeht und hier mit seinem dreckigen Schuh da quasi jetzt alle direkt reingesappt ist. Also wenn Uwe da nicht aufpasst, uiuiui, da aber schnell zum Schlauch und abspritzen. Das muss... Das klang auch falsch. Cut. Oh. So schlimm? Ey. Hallo. Du bist süß. Du bist süß, aber du pisst halt nicht so süß. Wow, ey. Weißt du, wie krass das ist, Schatz? Ey, das sind Kippen. Was sind die Kippen drin? Das sind Kippen. Ey, das sind Zigaretten. Ich sag ja Einbrecherkatzen. Ey, der geht einfach, der hat's aus der Hose geholt. Da sind schon Tierpfleger rausgegangen nach dem Kuscheln und haben gesagt, scheiße, Schlüssel ist weg, Handy geklaut. Das sind nämlich kleine Banditen. Wo leben Waschbären? Eigentlich ursprünglich aus Nordamerika kommen die. Die mittlerweile auch in Lastiv. Im Zweiten Weltkrieg als jagdbares Gut wurden die importiert. Und mittlerweile ist es eine Plage. Wir haben über 2 Millionen freilebende Waschbären in Deutschland. 2 Millionen? In den Tiergehegen sind wir jetzt durch. Ich würde sagen, so langsam aber was sicher ist bei uns mal. Hä, mit den Gehegen sind wir durch, aber es gibt auch noch Teil 2. Dachte ich zumindest. Schauen wir mal weiter, was noch an Infos kommt und ob wir auf Teil 2 reacten oder nicht. Schauen wir mal. Ist ja begeben, oder? Also wir setzen uns richtig rein. Ja. Das Problem ist einfach, egal was man... Ich glaube, ich weiß, was schon kommt. Ich weiß nämlich zufällig, dass die... Ich glaube, es war ein Mississippi-Alligator, im Reptilium Landau wirklich handzahm ist. Und wenn es darum geht, ins Wasser zu gehen, vielleicht darf ja Knossi, schauen wir mal. Google, das beruhigt einen nicht, nee. Denn es werden nur Vorfälle gelistet, wo irgendwas passiert ist. Und die Antwort auf die Frage, ob ein Krokodil gefährlich ist, ist bei Google mal, schon gefährlich. Sind auch gefährlich. Die sind schon gefährlich. Aber du sagst deine nicht. Meine nicht. Garantiere ich dafür. Ich dachte, glaub schon, guck dir das Tier an, dass ich da jetzt reingehe. Dieser erhabene, grinsende Blick, den möchte ich von dir selber zaubern. Chat, hört ihr gut? Mann, das ist nicht zu glauben, was ihr macht. Ja, so ein spannender Cliffhanger hier, würde ich sagen. Ja, erstmal mad Respect an Knossi, dass er überhaupt halt da Interesse sagt oder Interesse zeigt und sagt, ich glaube, ich sollte mir mal vorher anschauen, was es denn in Südamerika für Tiere gibt oder wie händlich denn überhaupt solche Tiere, wie verhalten die sich, und dazu so um Experten zu gehen, ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass ja, da eigentlich nicht so viel passieren kann, aber man sagt ja auch eigentlich, und wie es der Kollege vom Knossi schon gesagt hat, man liest ja nur Berichte von Unfällen, ne? Also schauen wir mal, wie Knossi sich schlägt und ob er sich da bewinden kann, in das Wasser da zu gehen. Ich bedanke mich immer herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt das Ganze, smash den Like-Button, schreibt einen Kommentar und abonniert gerne den Kanal. Wir sind knapp an den 300 Abos jetzt.
Ja, es sind auf jeden Fall noch einige weitere, vor allem reptilienrelevante oder reptilienbezogene Videos zum Thema Seven vs. Wild geplant. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert doch lieber den Kanal. Ja, und ehrlich gesagt, schauen wir uns doch mal im nächsten Video gemeinsam an, ob denn Knossi tatsächlich mit Krokodilen schwimmen geht. Und ja, also wir sehen uns. Haut rein.